Seit langem mal wieder ein Video von mir. Heute zum Thema CarPlay Wireless im Touareg 3. Den gibt es leider nicht von Werk aus mit der Drahtlosfunktion zum CarPlay verbinden, sondern nur per Kabel. Ist natürlich ärgerlich, wenn man hier vorne ein drahtloses Ladegerät hat und dann sein Handy trotzdem per Kabel verbinden muss. Ich werde jetzt einmal zeigen, dass es funktioniert. Starten die Zündung. Das Handy ist hier. Wird verbunden und es hat einwandfrei funktioniert. Zum Thema einwandfrei später nochmal, weil ganz einwandfrei funktioniert es leider am Ende nicht. Also meistens schon, aber sagen wir mal zu 20% kommt es schon mal zu Verbindungsproblemen. Aber da werde ich später nochmal drauf eingehen oder vielleicht in einem anderen Video. Aber jetzt erstmal dazu, wie man das kodiert. Dazu werde ich das mit OBD11 zeigen, die Pro-Version, damit man kodieren kann. Geht natürlich auch mit VCDS. Für das VCDS ist der Vorgang etwas anders. Da werde ich im Bildschirm einblenden, welche Anpassungen vorgenommen werden müssen. OBD11 werde ich einmal komplett den Weg zeigen, wie es funktioniert. Zum Verbinden von OBD11 nehmen wir den Dongle einmal heraus aus der Verpackung und kommt in den OBD-Anschluss. Der befindet sich beim Touareg hier unten drunter. Gegebenenfalls wichtig zu beachten, Motorhaube vorher zu öffnen, Fahrertür zu öffnen, sie ist in diesem Fall schon offen, vielleicht auch noch ein Fenster der Fahrerseite zu öffnen. Der Dongle ist eingesteckt, Zündung ist an. Jetzt klicken wir auf Verbinden, wählen das Gerät aus der Liste, es verbindet sich. Wir sind nun verbunden und jetzt geht es zur Einstellung. Multimedia. Fahrzeugkonfiguration. Jetzt haben wir hier einmal Google GAL. Das bezieht sich wahrscheinlich auf Android Auto. Das können wir auf jeden Fall anmachen, das war vorher aus. Und zum anderen Apple DIO. Und das muss auf jeden Fall angemacht werden, auch für CarPlay Wireless. So, das sind die ein Sachen. Und jetzt müssen wir noch WLAN 5 GHz Switch aktivieren. Das war vorher auch nicht aktiviert. Und damit ist die Kodierung schon fertig. Dann würde man hier unten zum Schreiben schieben. Aber da ich jetzt nichts verändert habe, beziehungsweise die Sachen schon vorher kodiert hatte, muss ich das nicht weitermachen. Die Kodierungen für VCDS sind eingeblendet. Dort läuft es ähnlich. Wenn ihr selber ein VCDS habt, dann könnt ihr da wahrscheinlich mit schon umgehen. Wenn nicht, sucht euch einen Codierer in der Nähe.
Der macht das dann für euch. Wichtig jetzt noch einmal, komplett Infotainment ausschalten und neu starten. Wenn sich das Handy noch nicht verbindet, gegebenenfalls einmal aus den Einstellungen im Fahrzeug herauslöschen, das Handy nochmal neu per Bluetooth verbinden und dann warten. Dann verbindet sich eigentlich von alleine direkt CarPlay. Viel Spaß damit. Im Folgevideo gehe ich dann nochmal auf Probleme und Lösungen ein.